Zeit, dass du wusstest, dass am 22. Februar den diesjährigen Escape for Entscheid gewann, stehen Carlotta Trummen, 19, und Laurita Spinelli, 26, in der Kritik. Die Zuschauer scheinen den beiden Mädels den Sieg einfach nicht zu gönnen und werfen ihnen vor, bevorzugt worden zu sein. Obwohl es Ende letzten Jahres noch hieß, nur 6 Künstler würden bei Unser Lied für Israel antreten, schienen die Verantwortlichen ihre Meinung im Januar plötzlich geändert zu haben. Die Balance Stars dürfte somit ebenfalls an dem Contest teilnehmen. Und während alle anderen Talente ein langes Bewerbungsverfahren inklusive Workshops bestreiten mussten, blieb dies Carlotta und Laurita offenbar erspart. Behauptet NDR-Sprecher Ralf Pellesmann gegenüber der Bild. Das auf der Website des Eurovision Song Contests vor kurzem noch stand, Sisters hätte eine Wildcard bekommen, wurde mit einem Fehler einer Autorin begründet. Carlotta Trummen nahm 2014 an der Show The Voice Kids teil und war im Team von Revolverheld-Frontmann Johannes Treit, 38. Dieser war beim Vorentscheid Teil der internationalen Jury und vergab an die Sisters die Höchstpunktzahl. Behauptet Carlotta. Eine Bevorzugung durch ihren ehemaligen Coach schließt das jedoch nicht wirklich aus. Auch Bandmitglied Laurita Spinelli habe laut der Boulevardzeitung Kontakte hinter den Kulissen. Ihre Schwester Jennifer Kelly, 31, wird von Lars Ingersen gemanagelt. Der wiederum arbeite laut Recherchen der Bild beim Escape for Entscheid. Dass er ein gutes Wort für die Formation Sisters eingelegt hat, wird von Seiten des NDR ebenfalls abgestritten. Und die Sisters selbst. Die wollen sich momentan mit solchen Vorwürfen nicht auseinandersetzen und gaben dem Blatt zu Protokoll. We'll be right back.